willkommen hier auf Microvasit TV. Ich bin Sabio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einem neuen Video hier zu Lotus. Wir wollen uns heute den Virtual Reality Modus anschauen, weswegen ihr schon seht, ich habe meine Virtual Reality Brille auf dem Kopf und ihr seht, ist ein bisschen kompliziert aufzunehmen tatsächlich. Ich musste das mit externen Programmen jetzt hier machen. Es lässt sich leider nicht so aus dem Spiel heraus aufnehmen. Also das alles, was ihr jetzt seht, ist direkt aus der Brille aufgenommen. Deswegen seht ihr hier auch diese Balken hier. Ja? Ich sitze zu dicht an den Sensor dran, weil ich hier irgendwie noch an der Tastatur ran muss. Denkt euch die weg und denkt euch einfach das, was wir jetzt hier sehen. Das Video wird gar nicht allzu lang werden. Es geht mir einfach nur darum, um euch einfach mal zu zeigen, dass Virtual Reality halt in Lotus funktioniert und ich das Feeling eigentlich ziemlich geil finde. Leider kriegt man das Feeling hier gar nicht so geil rüber, wie es eigentlich tatsächlich ist. Also man muss es halt wirklich selbst erlebt haben, das Virtual Reality. Aber ich dachte mir so, ich muss das aufnehmen. Wenn es schon mal drin ist, dann nehme ich das auf und will euch das zeigen und deswegen würde ich sagen, wir legen los. Also Brille auf den Kopf und ja, wir sind drinne. Ich hoffe, ihr könnt mich soweit gut sehen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, wir sitzen hier auf unserem Fahrerpult, wie ihr sehen könnt. Und ich kann mich hier wirklich einmal komplett hier umschauen. Die Performance ist sehr gut. Natürlich nehme ich jetzt halt währenddessen auch noch auf. Das darf man jetzt nicht vergessen. Wir sitzen relativ niedrig. Mit der STRG, Shift und V-Taste kann man sich ein bisschen umsetzen lassen. Aber ich sitze jetzt halt schon auf der optimalen Position. Also ich müsste eigentlich wahrscheinlich höher sitzen, damit das Ganze hier funktioniert. Und ihr seht, ich kann hier wirklich ganz nah an die ganzen Armaturen rangehen, kann mir das Ganze hier wirklich anschauen. Ja, wenn das jetzt hier alles jetzt nicht alles direkt vor meiner Nase wäre. Wir können uns dann, wie gesagt, auch bewegen. Ich könnte mich jetzt hier aufstehen, aber halt schon allein dieses, ich kann mich hier wirklich, wenn ich jetzt um eine Kurve fahre, nach rechts oder links fahre, ja, kann ich gleich in die Richtung gucken und sehe das. Das dauert halt mit der Maus natürlich doch schon ein bisschen. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier so eine Art kleinen Mauszeiger noch, wo wir halt dementsprechend noch die Tasten drücken können. Das ist ein sehr gutes Feature, was Lotus da präsentiert. Aber um jetzt halt hier nicht lange, stundenlang rumzuquatschen, würde ich sagen, wir fangen mal an und rüsten dementsprechend mal den Zug auf. Deswegen, Schlüssel rein, zack. Ja, ihr seht schon, ne, es passiert schon, weißt du was? So, dann wollen wir, dass das hochfährt. Wir wollen, halten kurz gedrückt. So, da kam das Bing und gehen wir in die nächste Fahrtstufe ein. Ihr seht, der Hauptschalter ist aus, also die Lampe ist aus. Wir sind startklar. Das heißt, wir können jetzt loslegen und ihr seht, wir fahren. Das ist natürlich nicht die optimalste Art aufzunehmen. Aber ich denke mal, so für den Ersteindruck kann man sich schon mal geben. Und das ist das, was mir so in Ormsee ein bisschen gefehlt hat, tatsächlich. So. So, 20 km/h hier rüber, über die Weiche und dann mal einmal links blinken. Ich weiß gar nicht, ob man einen Ton dazu groß aufnimmt. Das wäre natürlich jetzt richtig mies. So, ihr seht, man kann halt wunderbar gleich in die Kurve reingucken. Also man geht halt mit der Kurve mit, was ich ziemlich entspannt finde. Wie gesagt, es läuft offiziell eigentlich flüssig, wenn man es halt jetzt im Hintergrund nicht auch noch aufnehmen würde. So. Und damit hätten wir schon fast unsere erste Tour hier rum. Also ich habe das erste Mal getestet gehabt und muss ganz ehrlich sagen, ich fand das richtig geil. Es ist, man hat ein richtig schönes räumliches Gefühl. Also das ist jetzt nicht so, dass du jetzt so beengt irgendwie da sitzen musst oder sowas. Du hast ein richtig schönes räumliches Gefühl. Also man hat hier richtig schön Platz drin. Das ist schön aufgeräumt alles. Dadurch, dass die Texturen halt auch so schön scharf sind, ja, sieht man das Ganze auch. Ja.
Also an sich muss ich wirklich sagen, ich finde das ganze Future mit Virtual Reality ja sowieso richtig fein. Viel zu wenig Spiele gibt es davon, so in der Welt von der Simulationswelt. Also gerade in der Simulationsbranche könnte man deutlich mehr machen. Was mich halt wirklich zu dem Punkt bringt, dass ich richtig, richtig Ärger angesäuert bin, dass das halt bei, ja, Omsi nie der Fall sein wird, dass da Virtual Reality dazukommt. Das wäre episch, ja, das wäre richtig geil. So. Und dann, ja, freue mich aber umso mehr, dass Lotus dieses Future bietet und auch hoffentlich weiterhin supporten wird. Weil irgendwann ist ja auch Bus in Lotus möglich und dann, ja, sollte das natürlich dementsprechend halt auch ziemlich cool werden. Wie gesagt, wenn man es nicht aufnimmt, dann ist es richtig schön flüssig alles. So, Türe auf und ja, das ist wie gesagt also der VR-Modus in Lotus. Tatsächlich kann man es wirklich einfach, also wenn man es weiß, einfach aufnehmen. Ursprünglich ist es ja möglich, dass man ja den Desktop ja abfilmt. Bloß bei Lotus ist es so, dass wenn ihr die VR-Brille drauf habt, habt ihr ein schwarzes Bild. Also der nimmt wirklich das Bild, also er dupliziert das Bild halt nicht nur, naja, sondern er gibt das halt wirklich auf der VR-Brille aus. Somit ist natürlich die Performance halt geschont, weil er muss halt nicht zwei Bilder ausgeben, sondern nur eins. Ja? Und das nimmt es natürlich, ist extrem schwierig, das dann dementsprechend aufzunehmen. Bei Oculus, wenn ihr eine Oculus Rift habt, habt ihr die Möglichkeit im Ordner ein Screen Mirror, ist so als Datei dabei, die nennt sich irgendwie Oculus Mirror. Diese könnt ihr nehmen, dann könnt ihr das Bild, was direkt in der Oculus passiert, könnt ihr direkt dann auf euren Desktop sehen und dementsprechend alle aufnehmen. Und das zieht natürlich dann wieder die FPS dann natürlich runter, ja, weil er das Bild ja doch wieder doppelt ausgeben muss und macht es natürlich dann dementsprechend halt ein bisschen ruckliger. Aber wie gesagt, ist ja jetzt nicht, ich will euch jetzt nicht dauerhaft jetzt Lotus-Videos in VR jetzt so vorstellen, sondern das ist jetzt ein kleines Testvideo, dass man mal sehen kann, dass halt Lotus Oculus Rift unterstützt. Gesagt, wenn das alles mit dem Bus hier noch funktioniert, richtig. Ja, sonst gibt es hier in der Richtung nicht viel zu zeigen oder zu sehen. Also ich freue mich halt auf jetzt spätere Updates, die nochmal den Weg finden werden in Lotus. Wie gesagt, sollte jetzt halt kein Spielton, kein Ingame-Ton aufgenommen werden, dann muss ich das natürlich so aufnehmen, dass ich dann im Hintergrund einfach dann Musik lege und ihr halt dementsprechend nicht die Straßenbahntöne habt. Aber ich denke mal, ist in Ordnung, nur um euch einfach mal zu zeigen, dass Virtual Reality funktioniert. Und dass ich mir das so an sich gewünscht hätte. Ich mir das so in Ordnung gewünscht hätte, das kam einfach nicht. So, wir werden auf den Betriebshof fahren. Weiche sollte gestellt sein. Wenn wir mal jetzt ganz gemütlich wieder drauf fahren. Damit ist unsere Fahrerfahrung erstmal zu Ende mit Virtual Reality. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von Virtual Reality in Simulationen? Wäre das für euch ein Spielzeug? Würdet ihr das gerne selber testen wollen? Könnt ihr vorbeikommen hier nach Berlin? Ja? Dann könnt ihr euch das anschauen. Aber wie gesagt, ich finde es sehr, sehr geiles Spielzeug. Und für mich hat sich dadurch das nochmal, ja, meine
Erwartungen übertroffen, dass halt Virtual Reality mit an Bord ist. Ich meine, ich habe ja nun schon einiges erzählt, jetzt so in meine, ja, was ich so von Lotus gehalten habe. Diese ganzen Sachen sind komplett weg. Also ich freue mich jetzt tierisch auf Lotus. Aber wie gesagt, das wollte ich euch heute auch nochmal zeigen mit Virtual Reality. So, jetzt können wir hier soweit erstmal wieder alles abrüsten. So, werde ich dann ja schauen, was wir jetzt noch so machen. So. Okay. Zug ist abgerüstet und ja, damit verabschiede ich mich jetzt hier schon von einer sehr kurzen Lotus-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was sehen jetzt hier von dem Ganzen, wie das mit Virtual Reality funktioniert. Aber wie gesagt, das Gefühl, wenn ihr selbst diese Brille aufhabt, das Gefühl, wie ihr hier selbst in der Straßenbahn sitzt, ist tausendmal geiler als was das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, jetzt hier auf dem Bildschirm. Ja, es ist halt einfach mal, es ist halt wirklich räumlich hier halt. Ihr sitzt halt mittendrin, ihr sitzt halt auf diesen Stuhl jetzt hier richtig drauf. Ihr sitzt halt wirklich in der Fahrerkabine einer GT6N und das ist einfach so ein richtig, richtig geiles Gefühl. Ich kann es halt wirklich nur mal ans Herz legen, testet das einfach mal selbst aus. Also ihr müsst das testen, wenn ihr einen Freund habt oder irgendwen, der zufällig eine Oculus Rift Brille, eine Virtual Reality Brille, ja reicht eigentlich auch, zu Hause hat. Testet das selber einfach mal aus und dann könnt ihr ja gerne mal mehr dazu schreiben in die Kommentare und ja, damit verabschiede ich mich schon hier wieder mal von einem weiteren Lotus-Video und würde mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Part hier wiedersehen. Damit verabschiede ich mich hier, sage Dankeschön fürs Zuschauen.